Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Wings auf dem Amiga. Ja, Wings kommt von Cinemaware und stammt aus dem Jahr 1990 und wurde dann sogar 2003 für den Game Boy Advance umgesetzt. In Wings geht es darum, dass wir einen jungen Piloten spielen, der im Jahre 1916 in die britische Armee eintritt und dort natürlich gegen die Deutschen kämpft. Und man muss 2 Jahre lang bis zum Kriegsende 1918 überstehen und praktisch so die komplette Flugkarriere des jungen Piloten begleiten. Ihr seht schon, es ist sehr cinematisch aufgebaut, sehr atmosphärisch aufgebaut, dafür ist Cinemaware ja bekannt. Unter anderem kam von denen ja auch Defender of the Crown, welches ja auch im Prinzip eine große Novelle darstellt. Und genauso ist Wings auch. Es beruht so ein wenig auf den Film von 1922 oder von 1927, ein Stummfilm von Wings, das werdet ihr gleich auch sehen, mit Einblendungen wie in einem Stummfilm. Und die ganzen Missionen untereinander sind atmosphärisch miteinander verknüpft durch Tagebucheinträge und durch... Boah, hast du nicht gesehen. Ihr werdet es gleich sehen. Wir müssen erst einmal einen neuen Piloten erstellen in der Flugschule. Und da muss man auch eine Flugschulmission bestreiten und dann können wir erst in die Armee eintreten. Was machen wir denn mal für einen Namen? Ich würde sagen, hier, der ist mir gerade mal eingefallen. Immer Standard, hört sich gut an. Dann können wir noch ein paar Fähigkeitspunkte verteilen. Ich würde sagen, wir verteilen jetzt alles mal so halbwegs gleich. Halbwegs gleich heißt dann ja, dass ich hier ein paar abziehen muss dann noch. Mech-Attitude und Ausdauer ist natürlich auch nicht schlecht beim Fliegen. Und hier sehen wir schon, das ist dann unsere Akte. Die wird dann im späteren Spielverlauf auch noch recht wichtig, denn da können wir dann unsere ganzen Abschüsse anschauen, um wie viel Bombing-Erfolge wir gehabt haben. Und hast du nicht gesehen, wir kämpfen ja gegen normale Maschinen, gegen Zweideckermaschinen, gegen dicke Dreideckermaschinen und auch gegen so Heißluftballons. Die müssen wir auch abschießen, genau. Bin mal gespannt. Burn Wings, das ist dann unsere Probemission in der Flugschule, welche Mission wir bestreiten müssen. All that stood between me and the front was a minimal display of my bombing prowess. Otherwise, I need another lesson in Bosch Blasting. Ah, wir müssen also irgendetwas bombardieren. Da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Wahrscheinlich mit der Obendraufsicht von unserem Flieger müssen wir wahrscheinlich eine Scheune oder sowas bombardieren. Und wenn die dann sehen, er hat die Scheune getroffen. Schön, den Mann, den können wir gebrauchen. Da steht Klick, also klicke ich. Da haben wir es genau. 1, 2 Ziele, die wir treffen müssen. Ja, sogar 2 Ziele. Das ist gar nicht so einfach. Aber das kriegen wir hin. Das ist unser Flieger. Das Spiel selber, der größte Teil der Mission, wird dann aus der Cockpit-Perspektive stattfinden. Und aber auch solche Missionen gibt es, dass man irgendwelche Ziele bombardieren muss oder von schräg oben aus der isometrischen Ansicht, dass man dort irgendwelche Konvois bombardieren muss. Dabei darf man dann zum Beispiel keine rote Kreuz im Transporter treffen und so weiter und so fort. Das Spiel ist, wie gesagt, sehr vielfältig, sehr mannigfaltig. Hier ist unser erstes Ziel. Das habe ich doch mal getroffen. Zweite Bombe auch noch abwerfen schnell. Perfekt. Da habe ich es doch getroffen. Schieße ich noch mal ein bisschen zu meiner Freude. Beide Ziele getroffen. Das heißt, wir kommen zur Armee, wir kommen zur Front. Und da geht es dann erst richtig los mit den richtigen Aufträgen. Born to Fly, und dann werden wir jetzt mal gegen die bösen, bösen Deutschen kämpfen. Nach einer kurzen Ladeunterbrechung. Das Spiel habe ich als Kind damals immer sehr gerne gespielt, und da war mein Englisch natürlich noch nicht so gut, oder ich glaube, ich sprach noch gar kein Englisch. Können wir jetzt mit unserem MS-Standard Joint Quadron machen. Deswegen hatte ich auch damals die, die ganze Geschichte, die rundherum um dieses Spiel läuft, nicht verstanden. Nee, Delete will ich nicht. Ich will, machen wir da erstmal View Pilot. Warum kann ich den jetzt nicht auswählen? Das ist jetzt nicht so schön. Ich will doch jetzt kämpfen. Wie gesagt, damals konnte ich als Kind die ganze Geschichte, die hinter dem Spiel stand, natürlich nicht nachvollziehen. Warum können wir mit dem nicht? Müssen wir vielleicht noch einen Pilot dazu adden? Machen wir mal den Testpilot. Das läuft ja wieder super hier. So. Ja, komm, hier. Noch 2 Punkte verteilen. Escape when done. Richtig. Join Credon. Können wir nicht machen. Vielleicht habe ich irgendwas verkehrt gemacht. Dann machen wir mit dem Testpiloten nochmal so eine Testmission. Und jetzt kann ich auch meinen Satz zu Ende bringen. Als Kind konnte ich nicht so viel Englisch, deswegen habe ich die ganze Story hinter diesem Spiel nicht verstanden. Was natürlich viel der Atmosphäre raubt. Heute kann man sich natürlich die ganzen Texte durchlesen. Nachher die ganzen Tagesbucheinträge steht dann zum Beispiel, was die zu Abend gegessen haben in der Truppe. Ist dann vielleicht nicht so interessant, aber es sorgt natürlich für unheimlich viel Atmosphäre. Und so wie es aussieht, muss ich jetzt wohl ein paar
Heißluftballons abschießen. Und das ist die übliche Ansicht, die man hat. Da ist auch schon der erste Ballon. Treffe ich den? Haben wir uns vielleicht noch ein bisschen näher ran. Muss man ein bisschen die Ballistik mit einberechnen. Kugeln fliegen ja nicht immer geradeaus, die fliegen ja im Bogen. Na komm, jetzt können wir mal drauf hier gehen. Blöder Ballon. Ja, da haben wir ihn erwischt. Sehr schön. Dann drehen wir ab. Juhu! Auch schön, wie unser Schal im Wind weht. Das dürfte es gewesen sein. War, glaube ich, nur ein Ballon. Da ist noch ein anderer Flieger. Das ist ein Flieger, der zu uns gehört. Den sollten wir nicht abschießen. Born to fly. I'd won my wings and taken my first step to glory. Ja, das stand gerade schon da, bei unserem ersten Piloten. Aber irgendwie hätte das nicht so hingehauen. Ich weiß nicht, warum. Ansonsten muss ich mal sehen, dass ich die Aufnahme vielleicht unterbreche und dann mal, ja, keine Ahnung. Mal gucke, was hier so verkehrt läuft. Ich kann ihn nicht auswählen. Das gibt's gar nicht. Das ist nicht so schön. Machen wir mal Quit. Vielleicht kann ich auch einen Spielstand laden. Wer weiß das schon? Ich glaube, ich hatte sogar Continue Game. Hatte ich da nicht irgendwas mal gespeichert? Wir werden sofort sehen. Ja, bis dahin können wir die schöne Musik genießen im Hintergrund. Hier sehen wir unseren Squadron, wo wir normalerweise drin sind. Ich sehe uns aber nicht aufgeführt in diesem Squadron oder Squadron. Wir sehen zum Beispiel den Major Heathcliff Stannis, der hat 11 Missionen und 2 Abschüsse bisher. Irgendwie ist Captain Warren Germain viel besser, der hat 32 Missionen und 15 Abschüsse. Naja, wie auch immer. Gehen wir mal auf Continue und dann gucken wir mal, was so passiert. Nach einer kurzen Ladeunterbrechung. Vielleicht sind wir auch dieser Julian Douglas dort unten. Würde mir nichts ausmachen. Hauptsache, ich kann euch das Spiel zeigen. Aber ihr seht schon, es hat sehr, sehr viel Atmosphäre, sehr viel steckt dahinter. Und die Musik ändert sich. Was kommt jetzt? Ah, jetzt kommt das erste Mal ein Tagebucheintrag. Das könnt ihr euch jetzt natürlich alles vorlesen. Und da haben wir einen Hund dabei gehabt im Flieger. When he decided my leather helm was a shoe toy and darn near strangled me with a strap from my googles. Dumb dog. Ja, warum nimmst du auch einen Hund mit in den Flieger? Ich verstehe es nicht. Patrolling with 3 hours at 4:30 near Cambrai. Das ist jetzt der Tageseintrag für die nächste Mission, die kommt. Und davon können wir ausgehen, dass wir jetzt eine Patrouillenmission haben mit 3 anderen. Und dass wir dort wahrscheinlich auf böse Deutsche treffen. Vermute ich zumindest mal. Wir werden sehen. Genau. Mission, Patrol for Enemy Aircraft. Und unsere Fluggruppe, die wir teilnehmen, das sind wir wahrscheinlich tatsächlich hier. Second Lieutenant Julian Douglas sind wir. Wir fliegen mit Second Lieutenant Zia May the Second, First Lieutenant Wayne Robinson und First Lieutenant Quincy Kleinfeld. Da heißt wirklich ein Engländer Kleinfeld. Und kämpft gegen die Deutschen. So, da heben wir ab. Gleich schon werden wir schön fliegen. Warum wir französische Farben haben auf unserem Flieger, ist mir nicht so klar. Eventuell haben die Engländer keine eigenen Flieger, sodass sie die benutzen, die Flieger von die Franzosen. Kann sein. Ist ja auch vollkommen wurscht. Richthofen's Wolves had their fangs bared as they sailed in a pack below us. With one Eindecker along for the ride, their 4 refurbished Albatross D-Seconds were readier than ever to pounce. Wenn ich das richtig verstehe, kämpfen wir jetzt gegen einen Eindecker und gegen 4 Albatross. 2 Decker wahrscheinlich. Also gegen 5 Gegner. Wir sind zu 4 und kämpfen gegen 5 Gegner. Das kann ja was geben. So, das muss man jetzt auch steuern. Mal eben da runterrollen, in die Richtung, wo die Gegner sind. Und dann geht's gleich auch schon los. Das ist ja im Prinzip nur da, um die Ladezeit so ein bisschen zu überbrücken. Ja, die Grafik ist natürlich Amiga-Verhältnisse. Ist so. Und ihr werdet sehen, das Spiel, das ist gar nicht so einfach. Hier. Rot, es sind immer die Gegner. Diese Pixelhaufen. Also war nun mal die Grafik. Ah, den haben wir doch getroffen, den haben wir getroffen. Haben wir den abgeschossen? Ich weiß es nicht genau. Also getroffen haben wir ihn schon mal. Wir haben sogar 2 getroffen. Wow, man darf natürlich auch nicht mit den Gegnern zusammentreffen. Das wäre nicht so gut.
uns. Man kann auch immer darauf achten, dort wo unser Pilot hinguckt, in die Richtung fliegen dann die Gegner. Also dort findet man dann die Gegner, wenn man die mal aus Augen verliert. Und das passiert hier relativ häufig. Ja, ich weiß gar nicht, wo der jetzt hinfliegt. Versucht der abzuhauen. Irgendwie kommen wir dem nicht nahe. Oder nicht näher. Dann drehen wir mal ab und kümmern uns um anderen. Vielleicht finden wir noch einen anderen Gegner, der ein bisschen näher ist, der nicht abhaut. Da sind doch welche. Oh. Hoffentlich war das keiner von uns, der da abgeschmiert ist. Komm schon. Ah ja. Ich drehe mal rechts rum. Irgendjemand ist da gerade auf dem Boden aufgeschlagen. Das jetzt zweimal hintereinander sogar. Oh je, Mine, da unten. Zwei Maschinen abgestürzt. Hoffentlich waren das nicht nur unsere Jungs. Ich fürchte Schlimmes. Ich sehe immer noch viel Rot am Himmel. Wir selber können natürlich auch getroffen werden. Wenn wir Glück haben, können wir die Maschine noch abfangen und unten auf dem Feld landen. Wenn wir Pech haben, trifft uns eine Kugel. Wir schmieren ab. Bei der GBA-Version habe ich gesehen, die ist gar nicht so übel. Da hat man aber auch noch Sprit an Bord. Da kann man nicht unendlich lange fliegen. Was das soll, weiß ich nicht. Wir hier können unendlich lange schießen und unendlich lange fliegen. Aber bevor einem der Sprit sowieso ausgehen würde, wird man sowieso meistens vorher abgeschossen. Wie gesagt, das hier sind die schweren Missionen. Missionen am Himmel. Da gibt es noch etwas leichtere Missionen, wie ich schon vorhin sagte. Die Konvois beschießen. Die machen dann auch richtig Spaß. Das ist ein bisschen so wie, ja, Moorhuhn schießen. Können sich dann eh nicht wehren. Wären die LKWs am Boden. Komm, ich treffe mich. Na ja, gut, dann flieg weg. Die hole ich mir noch. Ah, vorsichtig. Komm, den nehmen wir jetzt in die Zange. Hilfe! Hochziehen, 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 hochziehen! Boah, noch einer von uns. Also ein, zwei, drei von uns sind auf jeden Fall noch am Himmel. Ist wahrscheinlich nur einer von uns abgestürzt. Seht schon, die muss man schon richtig treffen, die Gegner. Damit die abschmieren. Bisher haben wir Glück gehabt. Wir haben noch keinen bei uns hinten am Heck gehabt. Bisher hat uns noch keiner verfolgt. Meistens habe ich in dem Spiel, zumindest damals als Kind, immer versagt. Ich hatte es die Tage mal wieder ein bisschen hier auf dem Emulator ausprobiert. Boah, das ist unser Abschluss. Yippie-yay! Juhu! Ich hatte es die Tage mal wieder ein bisschen ausprobiert hier auf dem Emulator. Und ich muss sagen, es ist mir irgendwie immer noch schwer. Selbst nach all den Jahren, heute 23 Jahre später, das Spiel immer noch ziemlich schwer, wie ich finde. Näh. Wer schießt denn da? Also der will irgendwie nicht näher kommen. Ja, das verstehe ich, dass er das nicht freiwillig macht, aber wegrennen bringt doch gar nichts. Was ist das denn für eine Maschine? Die war aber schnell. Die Deutschen wieder mit ihrer Wunderwaffe hier. Ist nicht fair. Hier müssen die mit französischen Mühlen rumfliegen. Na komm her. Einschusslöcher werden hier übrigens auch sehr schön dargestellt. Dann sieht man wirklich Löcher und zerfetzte Flügel hier von uns. Das ist wirklich nett gemacht. Würde ich euch jetzt mal gerne präsentieren. Ich würde jetzt gerne mal getroffen werden. Nur um euch das zu zeigen. Und die Mission ist auch erst vorbei, wenn wir den letzten Gegner erledigt haben. Beziehungsweise wenn von uns alle abgeschossen sind. Aber es kann das noch ein bisschen dauern. Oh Gott, jetzt wird da jemand auf den Boden aufgeschlagen. Fix unterwegs. Bist du der rote Braun? Jetzt fliegt er in den Rauch rein. Die Mistratte. Aha, da wurde er getroffen, aber das ist auch jemand von uns. Zwei Stück von uns sogar. Sehr schön. Ich glaube, das ist der letzte. Ah, von uns sind nur alle am Leben. Sehr, sehr gut. Dass wir nicht auf unsere eigenen Leute schießen, das ist nicht so praktisch. Komm, zu viert werden wir den doch hier wohl jetzt jagen können. Kann doch nicht so schwer sein.
Ja, das ist schon ein schönes Spiel, das macht Spaß. Auch mit der Story, die erzählt wird, heutzutage verstehe ich sie dann ja auch. Eigentlich ein Let's Play-Titel. Ja, damit haben wir auch den letzten abgeschossen. With the last Hun in flames, we turn back to the base. Sehr schön! Oh, vielleicht werden wir auch direkt befördert, wer weiß. Second Lieutenant Julian Douglas. Wir haben eine Maschine abgeschossen. Sehr schön. Cool. Das haben wir gut gemacht. Aber verletzt. Captain Warren Germain und Major Heathcliff Stannis sind beide verletzt. Okay, ja, gut, ist passiert. Es ist Krieg halt. Es ist Krieg, meine Damen und Herren. Eine Mission haben wir, ein Abschuss. Ja, perfekte Statistik. Perfekt, da geht's doch gar nicht. Bin mal gespannt, vielleicht kriegen wir jetzt mal eine andere Mission, eine Bombardierungsmission oder eine Konvoi-Zerstörmission. Mal gucken. Die zeige ich euch dann noch. Ansonsten würde ich sagen, mache ich mal hier einen Cut. Dann habe ich euch Wings auf den Amiga gezeigt. Ein sehr, sehr schönes Spiel. Wenn ihr mal die Chance habt, das zu zocken, dann macht es auf jeden Fall. Es macht Spaß, es ist sehr atmosphärisch. Und jetzt gucken wir mal, was hier steht. I hate to admit it, but a lot of us had secretly hoped that some kind of peace could have been negotiated with the Central Powers. Okay, okay. The target at Neville's Offensive has yet to be announced, so we are patrolling today at Lille. Ja, kommt wieder eine Patrouillenmission. Das ist natürlich dann jetzt nicht so spannend, wenn wir wieder am Himmel rumfliegen. Ich habe gedacht, ich könnte mal eine von den anderen Missionen zeigen. Nun gut, sei es drum. Vielleicht zeige ich irgendwann mal ein bisschen mehr davon, mache nochmal eine zweite Episode dazu. Denn so, Wings geht im Prinzip immer. Aber für heute war es das. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wings auf den Amiga. Macht Spaß, wenn ihr die Chance habt. Wie gesagt, zockt es, zockt es, zockt es. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye und ciao.